Statuen, bitte tut mir nichts. Oh, seht ihr das? Da hinten hat gerade versucht, eins der Viecher mir hinterher zu rennen. Da haben wir noch mehr Statuen. Ja, da hinten, guck mal. Diese kleinen, miesen... Lass mich kurz hier runterspringen, sonst werde ich ja niemals fertig, Mann. Ein bisschen clusterfuckig, wenn ich das so sagen darf. Lasst mich vorbei, ihr Säcke. Jetzt seid ihr dran. Hammer's jetzt. Meine Güte, was ist denn hier los? Diese ganze Sieche da unten war ja richtig zugeseucht von den Zombies. So, weg mit der Fackel. Lasst uns kurz das Licht hier ein bisschen genießen. Gefällt mir. Das... Oh, das... Oh, was? Ach so, ich dachte, ich hatte mit meinem Zauber jetzt irgendwas aktiviert. Die Dunbarrow-Piraten sind zurückgekehrt von ihrer Mission und haben einen Teil ihrer Beute in die Kapitänsquartiere der schwarzen Flagge gelegt. Vielen Dank. Ist vom Knights of the Nine DLC. Nur falls ihr euch gefragt habt, was zur Hölle das sein soll. Knights of the Nine. Guck mal, da ist noch mehr. Lass mich einfach... So, guck mal. Hat mich fast getötet. Nein? Okay. Passage der Stille. Oh. Oh nein. Schön in die Schatten. Bevor ihr auf mich zustürmt, lasst mich... Was ist denn da hinten los? Pass auf. Oh, ich habe eine Idee. Guck mal hier. 60 Punkte Eisschaden in 10 Fuß auf Treffer. Das sollte ihnen wehtun. Ist zwar Eisschaden. Oh, alle zusammengetroffen. So muss das sein. Und das waren leider alle Frostpfeile, die ich sonst noch so hatte. Dammit! Oh, sie können anfangen, mich zu sehen. Wow, guck, wie viele das sind. Unglaublich. Ich bin Fernkämpfer, ich bleibe schön hier hinten. Da ist noch ein Leech, nicht wahr? Ja, ich sehe dich, mein Freund. Und deine Zombies sehen mich leider auch gerade. Geh fort, Mann. Weg mit dem Leech. Weg mit dem Skelett. Nice. Puh. Okay. Okay. Schön aus sicherer Entfernung und jetzt vorsichtig, vorsichtig. Gott, wie viele hier waren. Der Leech hatte sich wohl hier unten gemütlich gemacht. Oh nein. Ich sehe in dem Wasser noch mehr Skelettköpfe und... Da war noch einer? Ja, tatsächlich. Hier ist noch einer. Wow. Okay, wisst ihr was? Oh, da hinten ist noch einer. Lasst mich... Ach, meine Pfeile kriege ich ja vor denen nicht richtig zurück. Oh, this is not good. Amazonenhelm. Ich habe auch gehört, dass es angeblich 30 oder so Rüstungs- und Waffensets gibt und alles Mögliche. Also... Scheint es ordentlich zu geben, deswegen werde ich mal ab und zu hier so ein bisschen reinschauen, was diese Viecher mit sich herumtragen. Das Bravila-Schwert könnte da auch neu sein. Oh, Dwemer-Pfeile, ja, bitte. Silberpfeile, irgendwas. Claymore of Fire? Nee, das ist erstmal nicht wichtig. Ich schaue mich einfach hier so ein bisschen um. Heben wir die ganzen Sachen auf. Bisschen mit Silberpfeilen uns ausstatten. Die sind zwar nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, aber solange ich meine wunderbaren Schleichangriffe bekomme, dann sollte das mehr als genug Schaden sein, um mit denen hier auszukommen. So, jetzt bitte. Kein Tod mehr. Gebetshalle. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass das hier relativ wenig mit Gebeten zu tun haben wird. Oh Gott. Oh nein. Warte, hat man die Fallen noch aktiviert, wenn man geschlichen ist? Okay, okay. Keine weiteren Fragen. Ich glaube, hier ist Rennen angesagt.
Okay, und wieder zurück in die vorsichtige... Oh, was? Ach, da hinten, die Tore gehen auf. Ich dachte schon, was sollen diese Felsen da oben? Ich habe Angst. Oh, darf ich einfach durch? Cool, danke. Wer hat mir die Tore aufgemacht? Ich habe ein bisschen Angst wegen dieser Platte da auf dem Boden. Warte, lass mich kurz... Oh, ohne Fackel sieht man die gar nicht. Ah, nichts passiert. Okay. Ich dachte schon für einen Moment. Oh nein, ihr kriegt mich nicht, ihr Säcke. Du bist... Warte. Interessant, nein. Es war nun ganz unschuldiger. Noch mehr Statuen. Große Hallen. Ich mag keine großen Hallen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich gleich wieder anschreien wird. Wie genau bei den letzten Skeletten, die überall so komisch positioniert waren. Oh nein, oh nein, oh nein. Was war das hier? Schaut euch das mal an. Dieser Elfenhelm war auf dem Skelett hier. Haben irgendwelche Elfen Sklaven gehalten? Das andere Skelett ist mit einer Halsfessel hier angekettet. Oder vielleicht waren das Eileiden, sklavenhaltende Eileiden? Hier ist noch mehr. Warte, bevor ich irgendwo an der Seite entlang laufe, lass mich zuerst hier nach oben laufen. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Was ist das hier? Wow. What? Sie scheinen zu beten. Alle verbeugen sich, also nicht beten, vielleicht tun sie das auch, aber... Scheinbar in ihrer Bewegung festgefroren? Na, Eis gibt's hier wirklich nicht. Eingeäschert? Ah, ich will gar nicht direkt da so nahe kommen. Ich habe Angst, dass die gleich alle anfangen aufzustehen. Nein! Ah, jetzt! Jetzt kommt's mir erst, wenn ich so ein bisschen überlege. Wir suchen doch den Kult der Mephalisten. Und es wurde gesagt, sie haben versucht, einen Gott zu beschwören mit einer Opfergabe. Und das ist nach hinten losgegangen. Oh... Das ist bestimmt der Bereich, wo sie versucht haben, den Gott zum Leben zu rufen. Oh ja. Und dann ist irgendwas schiefgegangen und dann sah das hier so alles aus. Was hast du in der Hand? Einfach nur eine Schüssel? Huch. Sorry. Ja, das sieht ja aus wie ein Ritual. Oh. Sehr cool. Okay. Dann lass uns mal vorsichtig weiter voranschleichen. Möglichst ohne... Unmöglich, okay. Möglichst ohne den eigenen Schädel aufgeknackt zu bekommen. Das sieht hier richtig aus. Gibt's hier noch mehr? Nein. Kleiner Gang, irgendwelche Fallen? Irgendeine Besucherin? Deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Falls wir ihn überhaupt schon wissen, vielleicht von den Briefen oder sowas. Bitte keine Falle. Bitte lass mich einfach reingehen. Interessant. Vielleicht finden wir hier den Schlüssel. Oh. Noch irgendein Altar? Sie schienen noch nicht hier gewesen zu sein. Die Blutschriften. Oh. Ich habe das Buch gefunden, was er haben wollte. Kann ich aber momentan nichts mit anfangen. Kennt irgendjemand von euch das dädrische Alphabet? Kann jemand sagen, was da genau steht? Will sich jemand die Mühe machen? Die Blutschrift. Ich halte sie in meinen Händen. Ich hätte Dädra lernen sollen. Frag mich, was hier steht. Nun soll mir Oron meine Belohnung geben. Wenn ich dieses Sumpfgewässer am Eingang abermals überwinde, habe ich sie mir mehr als redlich verdient. Und wie, mein Freund? So, wo ist die? Dann war sie vielleicht doch nicht der Blutschrift. Gott, ist das finster. Nicht hinter der Blutschrift her? Oh, Jesus, wo kommst du denn her? Okay.
Hast du mich erschrocken? Bisschen Infravision. Ein Dadroff. Geh nach Hause, mein Freund. Nein, hier können wir nicht durch. Oh. Oh, plötzlich irgendein Krokodil auf zwei Beinen. Wow. Ihr seid aber noch schön da versteinert, oder? Ihr wollt mir nicht hinterher. Oh nein. Interessant, ein Hebelrätsel. Aha. Ach, sind sogar drei Gitter. Hey, ich kann es doch einfach so machen. Oder? Ja. Wo? Wo ist das Problem? Ich wollte es mir hier schwieriger machen als nötig. Man kann die auch einfach ganz normal. Ach, hier war noch eine Falle. Uah. So, jetzt aber. Die Passage der Stille. Hier war das ja richtig versifft mit Monstern. Lasst mich zumindest meine Fackel wegstecken. Das kleine Stück hier schleichend und im Dunkeln zurücklegen. Lasst mich in Ruhe. Falls da noch irgendwelche Viecher im Sumpf sind, ich will nichts mit euch zu tun haben. So, und jetzt würde ich sagen, raus aus dem Schleichen und Vollgas raus aus dieser Höhle. Das war mir creepy. Nur. Das war mir creepy genug hier. Oh nein. Ich habe das Gefühl, da sind noch irgendwo irgendwelche Restzombies. Lasst mich in Ruhe. Nichts mit euch verloren. Vor allem nichts mit euch zu schaffen, müsste ich wohl... What? Eine Sackgasse? Mist. Der falsche Weg. Der Wolf. Das Lamm. Hurz. Der Klassiker. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie in letzter Zeit, jedes Mal, wenn ich abgehakter spreche, dann komme ich von selbst da drauf. Oh, wunderbar, wunderbar. Das wurde alles im Stream ins Leben gerufen. Aber ich will eigentlich immer noch einfach nur hier raus. Sieht gut aus. Über die Teppiche bin ich auch das letzte Mal gelaufen. Oh, vielleicht wird auch gleich der Oron. Der müsste ja eigentlich, genau hier. Bist du noch da? Willst du mir was sagen, was Neues? Eigentlich dürfte man ja auch erwarten. Nein, ich hätte gerne Fackeln. Und ich hab noch zu mir gesagt. Und ich hab noch zu mir gesagt, diese Fackeln wären echt praktisch gewesen. Ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt zu diesem Oron zurückkehren, ob dieser Typ vielleicht tatsächlich irgendetwas Neues für uns zum Sagen... Na, nee, hier nicht lang. Ob er irgendetwas Neues uns sagen werden kann über die Dame, der wir begegnet sind. Und uns vielleicht irgendwie näher mitteilen werden kann, wer das war. War sie auch hinter den Blutschriften hinterher? Sprich, hat er sie vielleicht angeheuert vor uns? Oder ist das irgendeine... Oder irgendjemand, der sich oder die sich zum Wächter dieser Hallen ernannt hat? I don't know. Ich renne hier gerade im Kreis. Wo war... Ich suche das Loch im Boden, Mann. Oh. Oh, ich glaube falsche Abzweigung. Hier war ich doch vorhin schon. Warte, wo ist das Loch? Sowas hört man auch nicht oft von mir. Wo ist das Loch? Ah, nee. Na, komm schon, hier war die doch, oder? Ich such doch nur das Loch. Warte, schieß. Irgendwo eine Vertiefung? Da ist das Loch. Na, geht doch. So, bisschen Infravision. Ich weiß immer noch nicht, ob mir das wirklich was gebracht hat, aber wir probieren es einfach mal. Und dann einfach mal wieder der Nase nach. Und einfach, ich würde sagen, hier raus. Ja, das sieht gut aus. Nice. Sehr gut, dann müssen wir jetzt nur noch uns den Weg hier zurück rausbahnen.
bisschen gewartet, immer noch Siffwetter, aber immerhin nicht ganz so dunkel. Jetzt? Oron, warst du hier? Ja, du warst im schwarzen Pfeil, genau. So, ich habe deine Blutschriften, dieses komische rituelle Buch. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich dir das tatsächlich geben möchte. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Habt ihr das Buch? Oh, wir hätten ihn auch fragen können. Ich habe mich schon gefragt, können wir ihn fragen zu diesem Rätselbuch 7x7? Was hätte er uns dazu gesagt? Ja, das ist Auris Schrift. Aber was bedeutet das? 7x7? Es sind doch nur 23 Zeilen. Hätte er nichts Brauchbares sagen können. Ich wollte schon sagen, oh, man hätte sich sogar einen Tipp abholen können, falls man nicht sofort damit zurechtkommt. Wie bedacht, sehr gut designt. Nee, doch kein Tipp. Okay. Die Blutschrift? Das ist es. Bei Mephale, die Blutschrift. Und fast völlig durchnässt. Was habt ihr damit gemacht? Baden gegangen. Nun gut, ist ja gleichgültig. Und lasst es meine Sorge sein. Ach ja, hattet ihr nicht noch einen Wunsch? Ja, die 30.000 Draken wären nice. Weißt du was? Geld ist mir nicht so wichtig. Ich hätte gerne die mächtigste Rüstung, einfach mal, weil ich neugierig bin, was er mir dann ergeben wird. Und den erfülle ich dir, du Narr. Oh, Jesus. Oh, okay. What the fuck? Was? Was? Hab ich doch richtig gehört. Er hat mir alles weggenommen. Machst du... Hallo? Machst du Witze? Erstmal in die andere Richtung. Ich bin ein Erkundungskrüppel und Freak. Ich kann nicht anders. Setz mich in eine Richtung, ich fange an, in die andere zu laufen. Ja, und jetzt? Ja, oh, interessant. Ist das ein... Ja, guck mal, da hinten ist ein Siegelstein. Da steht jemand im Boot. Wo zum Teufel bin ich hier? Oh, ist das dieser Ra-Ji-Sud-Bla? Aber hier werde ich sterben. Na komm. Warum lässt du mich nicht ins Boot? Komm schon. Mist, er lässt mich nicht mit ihm sprechen. Das ist doch dieser Magi, Sud, Blut, zu viel Sud. Aua. So ein bisschen Lava am Nachmittag, das ist ein gutes Peeling. Sorgt für die weicheste Haut, die ihr jemals fühlen durftet an euch selbst. Nee, da hat wohl noch nichts zu melden, aber da hinten ist auch einer der Siegelsteine. Ich nehme an, dass ich den rausnehmen muss, um aus dieser Ebene herauszukommen. Da hinten so ein ganz abgebranntes Dorf. Moment, laden wir kurz nochmal neu. Einfach weil irgendwie hat der wunderschöne Himmel seine Farbe verloren, nachdem ich da runter in die Lava gelaufen bin. Es ist so blass geworden. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Aber wo zum Teufel hat der uns hinteleportiert? Der hat am Ende gesprochen wie irgendein Dädra. Oh je. Das war ja fast zu erwarten. Wir holen irgendein seltenes Artefakt, irgendeine Blutschrift oder so etwas mit dädrischen Zeichen drin und der Typ, der sie uns abjuckst, ja, der will wahrscheinlich ganz eigene Rituale damit vollführen. Hä? Oh, ich höre ein Pfeifen? Hört ihr das? Hier ist doch gar nichts. Wo zum Teufel? Nein! Oh, doch. Oh. Kuriositäten? Bernsteinklumpen? Was? Nein! Das will ich doch gar nicht. Ihr seid zu schwer belastet jetzt auf einmal. Wo zum... Du bist doch die Fallenstellerin, oder? Lass mich... Ich bin nackig vor dir. Lass mich kurz mich anziehen. Meine Butterbotten, die Fondue-Klatscher, Gouda-Koppel. Oder die Gouda-Tarnkappe? Nein, die Gouda-Koppel.
Hartparmesankruste und die Schweizer Schienen. Wir brauchen diese wunderbaren Namen. So, und der Rest, wo ist der? Was hatte ich? Was wollte ich? Okay, ich glaube, das muss alles gewesen sein. Jetzt aber, du bist mir ein paar Erklärungen schuldig. Was zum... Was war das? Nanja, hallo?